Ich habe jetzt wahnsinnig lange darauf hingearbeitet, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. Und jetzt besonders hier in Hattingen habe ich gedacht, da mache ich was ganz Besonderes. Und zwar werde ich mich heranwagen an die, ich möchte sagen, Champions League der Bühnenkunst. Und das ist die Improvisation. Wobei ich sagen muss, die ist nicht live. Also es ist eine vorbereitete, weil ich dann überlegt habe, da fühle ich mich sicherer mit. Aber es war mal improvisiert, was ich jetzt vortrage. Ich fühle mich sicherer damit, es tut mir leid. Und zwar ist es ein Text zum Thema, wo ich genau, nicht genau weiß, ob da alle so dabei sind. Ich weiß, es ist Politik. Ich weiß nicht, ob sie dafür oder dagegen sind. Ich finde Politik sehr interessant. Und ich habe extra für den heutigen Abend vor einigen Jahren einen Text geschrieben, eine kleine Rede zur Lage der Situation. Eine kleine Rede an alle, die ich damit meine. Sehr lange nicht vorgetragen. Ich hab wirklich Bock. Das ist nämlich ein wichtiger Text. Liebe Damen und Männer, ich melde mich hier heute wegen Weltgeschehen zu Wort, um offensichtlich noch einige Fragen hier in das Museum zu tun. Zum Beispiel diese. Sollten wir nicht alle gemeinsam, wäre sich langsam mal an der Zeit, Zusammenhalt und Geschlossenheit, nur wer an einem Strang zieht, gemeinsam ist man mehrere, die Zukunft obliegt vor uns, sie lauert frech vor der Tür, sie erwartet uns mit ihren Aufgaben und Schwierigkeiten, die sie so hat. Es gibt noch so viel zu entledigen, ein großer Berg voller Aufgaben befindet sich vor uns, da kommen wir nicht drumherum. Das wird nicht leicht, schließlich kommt nicht alles zyklisch von ganz allein, das Leben ist kein Kreis, es ist ein Dreieck oder eine Raute. Kabarett. Bescheid wissen. Bescheide kennen, bescheiden sein, klug und vernünftig Überraschungen vorbeugen, ahnen, was da am Kommen sein werden tut. Nur noch einmal schlafen, dann ist schon morgen. Das darf uns nicht überraschen, gestern schon an heute gedacht haben. Und bitte mal aufhören damit, immer nur das eigene Sofa voll zu pupsen, auch andere Sofas sind mal dran. Fleiß, Geduld und Eile. Rom wurde auch nicht im einzigen Tag, sondern der Bibel mindestens 6 oder 7. Und heute schon Donnerstag oder Freitag, die Woche schon fast wieder rum. Auf einer Skala von Januar bis Herbst haben wir kurz vor 12. Ist so, der Countdown tickt. Hier denkst du so weniger davon. Da darf man sich nicht töricht drauf verlassen, dass irgendjemand anders etwas für einen tut. Na, die anderen Leute, die machen das schon für mich. Nee, Käsekuchen. Selbst ist der, der er ist. Das muss man sich ins Gewissen rufen. Da muss man um 3:30 morgens aufstehen, ins Bad gehen, Licht anmachen, in den Spiegel schauen und sich sagen, so, das bin ich. Und dessen bin ich mir auch vollkommen bewusst. Was soll denn sonst aus uns allen werden, wenn wir nicht wir selber sind? Und das ganz genau wissen. Du bist du und ich bin ich. So ist es schon seit unserer Geburt. Beziehungsweise seit der Geburt desjenigen von uns, der jünger ist. Ich lache, aber es ist mir durchaus ernst. Mal über den eigenen Tellerrand hinaus essen gehen. Probieren geht überhaupt nicht schwer. Doch was sehen meine müden Augen? Wirr ist das Volk. Für viele ist Toleranz immer noch ein Fremdwort. Brust und Nazis raus, Optimismus rein. Ein Feuerwerk aus Endorphinen, ein Feuerwerk zieht durch die Welt. Hat schon Andreas Burani gesungen. Das nochmal so kurz als Anspieltipp zwischendurch für Leute, die sich privat nicht so für gute Musik interessieren. Kinder haben statistisch gesehen noch viel mehr Zukunft als wir. Mal nachrechnen, gerade jetzt in diesem Moment, da wird irgendwo auf der Welt ein Kind geboren. Jetzt noch eins. Und jetzt noch eins. Und diese drei, die sind ganz bestimmt nicht schuld an der sozialen Kälte und Björn Höcke. Vorbild sein, vorangehen statt immer nur in die Kneipe. Ja, hier schön in die Kneipe gehen, da mit anderen Tönnissen rumsitzen. Das ist schon was Feines, aber das muss doch nicht jeden Tag sein. 4 oder 5 Abende die Woche reichen vollkommen aus. Und dann hat man ja wohl noch genug Zeit für den Aufschwung, oder? Mal die Arme hochkrempeln, Ärmel. Es muss ein Ruck, durch Europa gehen, voll mit Empathie und sowas. Ja, und mehr steht jetzt hier nicht mehr, aber ich fand, diese kleine Rede war sehr gut. Bitte wählen Sie mich. Ich verbleibe Johannes Fleur. Tschüss.